Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir machen heute zum ersten Mal auf meinem Kanal einen Hunt for the Glurak. Ich habe bisher noch kein einziges Glurak gezogen, dementsprechend habe ich mir hier ein Welten im Wandel Display besorgt. Denn hier haben wir die Chance gleich drei Glurak-Karten zu ziehen, besser gesagt drei Glurak- und Rutena-Karten. Ich öffne mal nebenbei das Display. Und zwar haben wir einmal dann sozusagen Glurak und Rutena in der normalen GX. Dann ein Glurak und Rutena in der Full Art und die Rainbow. Die Rainbow kostet zurzeit 70 Euro, habe ich gesehen. Und die Full Art 18 Euro. Die GX ist noch 3 Euro wert. Aber auf jeden Fall kommt es mir eher darauf an, endlich mal ein eigenes Glurak zu ziehen. Obwohl ich aber allerdings auch sagen muss, ich hätte total gerne aus diesem Display eine Turtok und Plinfa-Karte. Denn ehrlich gesagt war Turtok mein absolutes Lieblings-Pokémon damals in der allerersten Edition und wie wir sehen, ist es hier auch schon gleich auf dem Booster direkt drauf. Ich finde es einfach vom Artwork richtig geil mit den Kanonen, die direkt aus dem Panzer hinten kommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Schauen wir mal, was wir heute ziehen. Ich würde mich jedoch auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr direkt gleich mal ein Abo dalassen würdet oder auch gerne schon ein Like auf dem Video. Denn ihr wisst, Support is appreciated und hilft mir auf jeden Fall auch. Die Karten fühlen sich auf jeden Fall richtig gut an. Wir starten mit einer Unlichtenergie, ein Cosmowurm, ein Flunkiger, ein Zwirklopp, ein Zwirrlicht, ein Schallquapp, ein Flabebe, Alola Sandern, Ponita. Gleich mal ein schöner erster Hit. Snibuna in der Trainer Character Rare. Die glitzert auf jeden Fall richtig schön. Die gefällt mir, die Karte. Und ein für Nontor. Die Karte wird direkt mal eingesleeved. Lass mal gucken, wo meine Folien sind. Auf jeden Fall sagt mir doch mal ganz gerne in den Kommentaren, welches ist euer Lieblings-Pokémon aus der allerersten Generation? Habt ihr damals die rote oder die blaue Edition gespielt? Und falls ihr diese Edition gespielt habt, gerne mal, wie gesagt, sagen, welches Pokémon euer Lieblings-Pokémon ist. Ich lege die guten Karten mal hier oben hin und den Bulk mal zur Seite. Ich hatte damals die blaue Edition und habe, muss ich gestehen, sogar als Starter-Pokémon Bisasam genommen. Ich fand Bisasam einfach damals als Starter am besten, weil man hatte gleich bei der ersten Arena-Leiterin Misty, die ja Wasser-Pokémon hat, gleich sozusagen guten Vorteil. Und außerdem hatte man auch dann direkt danach bei Rocco gegen Stein noch einen richtig guten Vorteil, deswegen habe ich dann auch Bisasam genommen. Aber im Laufe des Spiels dann meine Liebe für Turtok und Shigi und natürlich Shilok entdeckt. Ein Picolente, ein Flauschling, Alola Slimer, ein Schneckmack, ein süßes Alola Vulpix, auch eine schöne Reverse-Karte und ein Elisa. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil Turtok mein Lieblings-Pokémon ist, dass ich am allerliebsten aus diesem Display einen Turtok und Plinfa-Karte ziehen würde. Aber ich würde mich auch noch über eine Arceus und die Jalga und Palkia-Karte freuen. Die ist zurzeit auch in der Ultra Rare bei einem Wert von 42 Euro. Also wie man sieht, wir können hier einige Hits ziehen. Bin sehr, sehr gespannt auf dieses Opening. So, ein Aranestro, ein Jutesto, Arboretos, Lampi, Azurill, der Ronimatz, Myrapla, ein Trassler, ein Blitzer in der Reverse und ein Golgantis. Leute, falls ihr Welten im Wandel geöffnet habt, sagt mir doch mal gerne, was euer bester Pull aus diesem Display gewesen ist, beziehungsweise aus diesem Set. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde mich definitiv mal interessieren.
Und wir starten mit einer Donnerenergie, einer Rollerskaterin, einem Pipi, einem Pferdkokel, ein Cosmog, ein Pampam, ein Rotomurf, ein Tangela, ein Evoli und ein Raichu in der Reverse und ein Amaldo. Ich werde den Bulk mal zur Seite packen. So, und wir machen weiter wieder mit einem Turtok und Plinfa-Display. Bisher war auf jeden Fall noch kein richtiger Hit dabei. Hoffen wir mal, dass wir jetzt einen haben. Oder hat schon was geglitzert beim Umdrehen? Ich bin gespannt. Ein Rotom, Typ 0, ein Scaraborn, ein Onyx, ein Weimer, ein Mebrana, Zipwurze, ein Griffel, ein Weimer in der Reverse und ein Lusardin GX. Lusardin ist jetzt nicht unbedingt die Karte, die ich als erste GX-Karte gerne gezogen hätte. Ich finde sie jetzt ehrlich gesagt auch vom Design her nicht so wunderschön. Aber immerhin ein Hit. Sind wir mal gespannt, was als nächstes noch kommt. Und wir starten mit einer Wasserenergie. Bromley und Hala, Insel Wanderschaftsabzeichen, Kelia, ein Plinfa, ein Cosmog, ein Ponita, ein Krabox, ein Kanivana, ein Minifas in der Reverse und ein Makago. Leute, ich würde gerne mal wissen, welche Edition habt ihr eigentlich denn alle gespielt von Pokémon? Also ich hatte damals, wie gesagt, die blaue Edition. Danach hatte ich dann noch die gelbe Edition und Silber. Und dann muss ich gestehen, hatte ich lange Zeit keine weiteren Pokémon-Spiele und hatte dann später erst wieder angefangen mit der schwarzen Edition und dann jetzt auch mir oft für die Switch natürlich Let's Go Pikachu und das neue Spiel, und zwar bei mir Schild, gekauft. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr habt. Wir haben hier ein Pyroleo, ein Midiras, ein Pikulente, ein Flauschling, Alola Slimer, ein Schneckmack, ein Lampi, ein Pyroleo und ein Lantern. Wir haben hier in diesem Set natürlich auch noch die Chance, eine goldene Karte zu ziehen. Zwar nur als Trainerkarte, aber würde ich definitiv auch gerne mitnehmen. Also schauen wir mal, ob dieses Booster jetzt gönnt. Eine Kampfenergie, ein Anorith, ein Zirpheise, ein Moruda, ein Araqua, ein Egoana, ein Kanivana, ein Floink, Togedemaru, Zugenergie und Rosie. Ich werde hier demnächst auch noch ein 18er Display öffnen, so können wir dann auch mal gucken, welche Displays sozusagen besser sind von der Pullrate her. Viele sagen ja, dass 18er Displays auf jeden Fall bessere Pulls geben. Da bin ich dann sehr gespannt. Und zwar habe ich mir eins von Clash der Rebellen dann auch gekauft. Mal schauen, ob das auf jeden Fall bessere Hits bringt. Ein Galoppa, ein Vibrava, ein Voluminas, ein Knackleon, Flabebe, Tangela, Zwielicht, Schalkwab, ein Miniras, Agoyon und Schlinking in der GX Rainbow. Richtig schöne Karte. Ungestümer Appetit. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du ein Pokémon aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen. Wenn du das machst, teile 60 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Sehr, sehr schön. Also, die erste Rainbow aus diesem Display. Coole Sache, direkt mal einsleeven. Ihr wisst es, die Folienpolizei ist immer am Start, deswegen lieber direkt einsleeven. Dann gibt es keinen Ärger. Und wir machen direkt weiter.
mit einer Feenenergie, ein Terrybug, ein Tangolos, ein Fleetran, ein Weimer, Mebrana, Zipurze, ein Griffel, ein Flecknoll, eine Quana in Reverse und ein Kudon. Ich werde mal kurz den Bulk hier wieder zur Seite packen. Und dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Booster. Wir haben noch 6 Booster. Mal schauen, ob wir noch einen Hit ziehen. Ich werde dieses Display wieder in 2 Teile aufteilen. Und wir starten mit einer Wasserenergie, ein Lilip, ein Blitzer, ein Pandago, Schnäppke, Buffels, Sesokitz, Teddiosa, ein Golbit. Ein Plinfer in der Character Art. Sehr schön. Und ein Alola Sandama. Also einen Hit hätte ich auf jeden Fall noch gerne aus diesem sogenannten 18er Display, wenn man es so will. Hat es da gerade auch schon geblinkt, müssen wir mal schauen. Igniva, Floette, Mika, ein Cosmog, ein Schneckmark, ein Weimer, Gladiantri, Togedemaru, ein Minigma. Und Solgaleo und Lunala GX in der Tech-Team-Variante. Das nenne ich mal eine richtig wunderschöne Karte. Darüber freue ich mich richtig. Super geiler Pull. So kann es auch weitergehen. Jetzt bin ich gerade richtig gehypt. Ich hoffe natürlich, dass wir noch was ziehen. Obwohl ich sagen muss, dass die Auswahl jetzt auch schon bisher sehr, sehr gut ist. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für weitere Openings auf diesem Kanal gerne sehen würdet. Ich bin für alles offen. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust, hier was Großes zu starten und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir haben ein Mimikma, ein Bestienlied, ein Egoana, Kanivana, ein Floink, Togedemaru, ein Onyx, ein Elfun und ein Fayone. So, was meint ihr, ziehen wir noch einen Hit aus den ersten 18 Boostern? Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ein Cosmoboom, ein Flunkiver, ein Swirlclub, Willusi, Gladiantri, Loifeo, Smogon, ein Nasknet, ein Natu und ein Xatu. Feuerenergie, Ambidiffel, Enteron, Billy, Flauschling, Einzelpurze, ein Flecknoll, Picolente, Egoana, ein Moruda in der Reverse und ein Ursaring, was gerade seinen Kamehameha durchzieht. So, die letzten 3 Booster für das erste Opening des seltenen Dumble Displays. Meint ihr, wir ziehen noch was? Mal schauen. Jutesto, Arboretos, Wuffels, ein Sesokitz, Teddiosa, ein Golbit, ein Araqua, ein Flabebe und ein schwarzes Kyurem Holo. Auch eine schöne Karte. Obwohl sie hier unten, könnt ihr das sehen? Da hat sie irgendwie Drucker schwer zu bekommen. Nicht so schön. So,
So, die letzten beiden Booster. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim zweiten Teil dabei. Mal schauen, was wir dort dann noch ziehen. Wir haben einen Flammarer, eine Rollerskaterin, einen Pipi, einen Quatermack, Bouts, einen Yorklef, einen Algit, Pikachu, einen Alola Winona in der Reverse und Alola Snobillycat. Dieses Artwork mag ich auch richtig. Man sieht so richtig schön typisch Katze. Hau ab, mag dich nicht. Auf jeden Fall eine richtig tolle Karte. So, Last Pack Magic. Schauen wir mal. Und wir haben einen Rotom, Typ 0, Scaraborn, einen Floink, einen Alola Sandern, einen Schnäppke, einen Smogon, einen Rotomurf, Ultra Necrozma in der Reverse, die lege ich auch mal zur Seite, und einen Valraiser. Das war's mit dem ersten Teil des Display Openings von Welten im Wandel. Ich würde sagen, die Ausbeute ist überhaupt nicht schlecht gewesen. Kann sich definitiv sehen lassen. Ich bin gespannt, was wir im nächsten Opening ziehen werden, bei den nächsten 18 Karten. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.